the government mercilessly genocided over 12 billion birds and replaced them with surveillance drones in disguise. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll, Presse. Voll. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des nächtlichen Podcastes zu Medien- und Pressethemen voll in die Presse. Und weil das hier so viel Spaß macht, sich in den Podcast Gäste einzuladen, haben wir heute wieder einen Special Guest am Tisch des Beefholes. Mit dem fange ich einfach mal an. Sein Name, der ist bekannt aus der Bibel, Kain. Friseur, herzlich willkommen in diesem Podcast. Moin. Moin. Und dann sind da natürlich noch der Gastgeber Beef Rogers. Hallöchen. Und sein kongenialer Sparringspartner Prollo Ferrari. Mahlzeit. Und wer jetzt ganz genau aufgepasst hat, wird wissen, da fehlt einer. Wer fehlt denn am Telefon? Ja, Hallöchen. Ach, Hallöchen, guck. Popöchen. Den Sommer haben wir schön ins Exil geschickt, weil es kann halt hier nicht so viele Gäste geben. Wir achten da auch so ein bisschen auf die Regeln. Und abgesehen davon hat er einen fiesen Schnupfen. Und das wollen wir hier nicht haben. Aber trotzdem bist du herzlich gegrüßt, mein lieber Sommer. Ja, ja, schade, dass ich nicht bei euch sein kann. Dann könntet ihr meine schönen Rasterlöckchen sehen. Oh Gott, ja, da war was, das heben wir uns vielleicht für gleich auf. Auch du, Kain, bist ja sicherlich gekommen, weil du gehört hast, hier gibt es immer viel Bier. Ja. Ne? Das war ja wahrscheinlich der Hauptgrund. Das ist der Hauptgrund, ja. Ja, das ist, und wie meine Kollegen wissen, ist das immer dann auch so die augenzwinkernde Steilvorlage. Und ich weiß gar nicht, wer hat denn hier diese... Also ich dachte mal, wir sind ja... Sind das verschiedene, oder? Ein paar komische Vögel. Nee, das ist nur einmal, glaube ich, eine andere Flaschenform. Und das ist ein, das ist Vier-Vogel-Pilz. Ich dachte, das passt ja eigentlich ganz gut. Kommt aus dem fernen Dresden. Wow. Das hört sich an wie eine Krankheit. Da steht drauf Rossa. Genau. Ja, sag mal, du verpasst schon direkt am Anfang was. Un con mucho cariño. Genau. Habt ihr auch kluge Sprüche da drauf? Alle 10 Minuten verliebt sich ein Single beim Bier trinken. Wir Bier shippen jetzt. Ja, das steht bei mir auch drauf und da steht auch, Pfand gehört daneben. Ja. Mhm. Gut. Ja, das sind ja wahrscheinlich hier die 4 Erfinder, die 4 Vögel. Sehr schön. Genau. Und die Kronkorken sehen auch richtig geil aus. Jetzt wird es ja noch spannender, das aufzumachen. Du willst sie aufbeißen, wenn oder? Ich darf. Keine Vogelgrippe. Das muss ich aber hier schön behalten. Kann das jemand so aufmachen, weil ich brauche die Kronkorken. Du hast mir den in den Schritt geschossen. Ja, Willi. Hier. Merkst du was? Ja. So. Ja. Da. Da. Okay. Kommt direkt der nächste. So. Dann machen wir direkt mal hier. Ich mach vorsichtig auf, ja. So. Am Anfang. Machen wir so. Dir die einsammeln kannst. Geht ja so, ich glaube, das geht auch so. Ja, dann. In diesem Sinne. Mal sehen. Auf eine schöne Sendung mit Kein Friseur. Ja. Jo. Hier im Studio. Da bin ich mal gespannt, nicht? Ja, man sieht es auch ein bisschen. Und im Telefon-Joker. Überall Haare, du. Ja. Hm. Der Wind ist mein Friseur. So. Ah. Und dann habe ich gehört, dass immer mehr Fans in den sozialen Medien steil gehen über unseren Podcast und die Kommentare wie prognostiziert sich überschlagen. Einen wollen wir mal ganz exemplarisch heute heraus. Ja. Holen und One of a Million quasi. One of a Million, mindestens, genau. Ja, der bezieht sich direkt, der bezieht sich auf unsere letzte Sendung und da vor allen Dingen auch auf die Anfangsdiskussion, da hatten wir auch ein Thema, da ging es um das Musikstück, was quasi seitens Dee Snider jetzt freigegeben wurde, um es die Ukraine quasi, also um das zu nutzen. Und da hatten wir auch schon im Podcast so ein bisschen, wie soll ich sagen, unterschiedliche Meinungen zu oder Haltungen zu. Und da kamen jetzt auch noch mal ein paar Gedanken von einem der Millionen Hörer, wie gesagt. Und der hat ein bisschen darauf hingewiesen, dass er das tatsächlich auch so ein bisschen schwierig findet, also auch gerade problematisch, wenn das so mit Musik und alles so ein bisschen witzig und hip oder sonst irgendwie ist. Weil er so sagt, also letzten Endes, auch wenn da von einer ukrainischen Panzerwaffe auf irgendeinen russischen Panzer geschossen wird, also auch da sitzen Menschen drin, die sich das vielleicht nicht ausgesucht haben. Und
deswegen findet er das auch immer so ein bisschen problematisch, das zu sehr mit so musikalischen und medial aufbereitetem Content dann irgendwie zu arbeiten. Da wollte er einfach nochmal darauf hinweisen, dass das tatsächlich, er hat auch dann auch mal auf Morelli zitiert, ich weiß nicht, ob jemandem was sagt, die 10, da geht es um die 10 Gebote der Propaganda, Anne Morelli, die Anne oder Anna, weiß ich jetzt gar nicht, aber die hat tatsächlich Anfang der 2000er Jahre mal so ein paar Sachen zum Thema Propaganda geschrieben und da ist eben auch sind verschiedene Punkte. Ich lese die jetzt hier nicht alle vor, weil wenn es auch hier die Diskutanten am Tisch vielleicht nicht wissen, alle Hörer sind da sicherlich gebildet und haben das mal gelesen. Da geht es halt eben darum, dass man selber den Krieg nicht will, dass das gegnerische Lager den Krieg, die Verantwortung trägt und so weiter und so fort. Und da geht es dann immer auch weiter. Der Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten, wenn uns Fehler unterlaufen, dann nur versehentlich und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen sagt er halt, befürchtet er so ein bisschen, ist man in dieser Entmenschlichungsphase des Gegners und da sind wir auch so ein bisschen mittendrin. Mhm. Und das wollte ich einfach nur mal wiedergeben, wie gesagt, exemplarisch für die vielen, vielen Hörerinnen und Hörer, die sich sonst auch noch melden. Ja, also zumindest einige von uns hatten ja auch so ein gewisses, nicht Störgefühl, aber so ein gewisses Problem, das zusammenzubekommen, das Bild, was man so in den Medien sieht und dann diesen Song. Es lag mir schon letztes Mal auf der Zunge, aber ich musste da an eine bizarre Art von Gamification denken. Ja, Gamification ist ja so der Begriff dafür, dass du auf deinem Handy alles so spielmäßig daddelst und irgendwie auch im Büro, ja, das ist alles irgendwie so Spiele unterhaltungsmäßig aufgezogen. Und auf bizarre Art kann man das ja jetzt hier schon auch sagen, dass es im Grunde ist wie in so einem Ballerspiel, wo auch immer, wenn die Action losgeht, da kommt noch so die coole Hintergrundmusik. Und in die Richtung geht ja auch irgendwie diese musikalische Untermalung. Das ist ja jetzt nicht irgendwelche, so wie man das vielleicht aus Historienfilmen kennt, so Umtata mit Blaskapelle, sondern das ist ja, wenn man so will, Unterhaltungsmusik. Und ich hatte da auch, deswegen konnte ich mich da letztes Mal nicht zu äußern, weil mir das so im Kopf rumschwirrte, weil ich das auch ganz merkwürdig finde. Mhm. Weil man sitzt dann da in irgendeinem Gerät oder in irgendeinem Graben, hat sich das alles andere als ausgesucht. Und dann ist das vielleicht eher so das Mediale, wo das zum Tragen kommt. Ja, ich kann auch ehrlich gesagt dieses Störgefühl sehr verstehen und auch diese Eingabe von dem Hörer, dass Krieg ist kein Spaß. Und Leute verlieren ihr Leben, Leute verlieren Arme, Beine oder gehen traumatisiert wieder nach Hause, was auch immer. Krieg ist kein Spaß und Musik, gerade wenn es dann so, sage ich mal, populäre Musik ist, ist natürlich auch irgendwo geeignet, das so ein bisschen zu beschönigen, so irgendwie dem Ganzen so einen Anstrich zu geben, als wenn es irgendwie irgendwie was Schönes, was Tolles wäre oder vielleicht zumindest etwas Gerechtes, eine gute Sache und so weiter und so fort. Also ich kann das alles sehr gut nachvollziehen. Was ich damals, nicht damals, sondern vor 2 Wochen sagen wollte, ist, dass ich dieses, ich finde einfach dieses, der Titel war ja We are not gonna take it. Und wenn man die Geschichte sich einfach anguckt, der Ukrainer, die sich das wirklich blutig erkämpft haben und die schon einmal von der Sowjetunion sozusagen abgegriffen wurden und der eiserne Vorhang droht jetzt wieder runterzugehen, dann fand ich einfach, dass da eine gewisse Emotionalität, wenn man diesen Titel, jetzt weniger das Video, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten, dass er damit dazu überhaupt nicht passt. Aber diese Emotionalität der Ukrainer, wenn man sich das vorstellt, die einfach sozusagen sagen, ja, also wo es ja passt, ne, wir haben die Schnauze voll, wir lassen uns das jetzt kein zweites Mal gefallen. Wir wollen das nicht, ja. Und für mich war einfach interessant, dass ein Lied, das ich seit Jahrzehnten kenne, zu dem ich überhaupt gar keine Beziehung hatte, dann in dem Moment, wo ich mir einfach auch, wir sind ja alle auch mehr oder weniger so ein bisschen emotional auch angefasst durch diesen Konflikt, Wenn ich mir die Ukrainer dabei dann vorgestellt habe, die wirklich ja betroffen sind, extrem betroffen sind, ihre Zukunft, ihre Gegenwart,
Und dann dieser Song. Und dann fand ich einfach nur interessant für mich, wie dann so eine gewisse Emotionalität entstanden ist bei einem Lied, zu dem ich, wie gesagt, sonst bisher überhaupt gar keine Beziehung hatte. Ja, es gibt ja, wir haben ja darüber gesprochen, es gibt ja so Songs, die irgendwas Emotionales bei einem auslösen. Und das war halt in dem Moment bei mir der Fall. Aber das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass man das irgendwie, dass man das nicht irgendwie auch Musik und Krieg, ja, diese zwei verschiedenen Paar Schuhe sozusagen, dass man da nicht auch durchaus kritisch mit umgehen sollte. Ich finde das insofern auch, was der Beef letzte Sendung schon gesagt hat und auch was der Hörer jetzt sagt, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, also auf jeden Fall vielen Dank. Ich habe auch gerade so ein bisschen dem Beef über die Schulter gespinkst und gesehen, dass das ein durchaus längerer Kommentar ist, der dich da erreicht hat. Und das zeigt ja, dass sich da jemand wirklich auch mit auseinandergesetzt hat. Also vielen Dank dafür, lieber unbekannter Hörer. Wir nennen dich jetzt mal Patient X. Also ich dachte One of a Million. One of a Million, ja, also, genau. One of a Million hat ja schon einen coolen Namen. Ja, insofern. Und vielleicht richten wir den Blick jetzt mal nach vorne. Ich meine, die Zukunft, wenn man so in die Medien guckt, wird nicht rosiger gefühlt. Aber trotzdem versuchen wir ja auch, abseits der ganzen grauseligen Nachrichten vielleicht noch die ein oder andere Perle zu finden, die man dann zum Prokrastinieren von den schlimmen Nachrichten sich mal auf der Zunge zergehen lässt. Und da hat der Prollo was vorbereitet. Die erste Perle, was macht die schwäbische Hausfrau war es. Was macht die in Zeiten wie diesen? Die schwäbische Hausfrau. Richtig, die schwäbische, schäbige Hausfrau. Ich habe einen kleinen Shopping-Tipp für euch von der International Robot Exhibition in Tokio. Ganz frisch von Kawasaki. Neues Modell hier in weiß zu sehen. Könnt ihr für eure private Industrieanlage benutzen, aber auch privat sicherlich im Garten. Die Roboterziege Bex. Banks. Den anwesenden Herren zeige ich dir mal hier. Wie geil. Roboterziege. Oh, ja. Nutzlast bis zu 100 Kilo. Und man kann natürlich selbstverständlich auch drauf reiten. Ist vielleicht auch was für die Kinder. Also 100 Kilo sind 4 Kinder. Je nachdem. Könnt ihr auch selber drauf reiten und könnt ihr natürlich auch Lasten betragen. Und das Ding geht richtig ab. Ich habe es mal im Video gesehen. Läuft relativ stabil. Sieht ganz zuverlässig aus. Kann sich auch hinknien und rollt dann sogar auf Rädern, wenn es mal schneller gehen muss. Wovon genau redest du gerade? Eine Roboterziege? Richtig, ja. Roboterziege. Ja, was hat denn das eigentlich mit der schwäbischen Hausfrau nichts zu tun? Das war der Shopping. Das war eine Überleitung, die bereits vergeigt war, als ich bevor ich sie begann. Also in Schweden gelandet ist. Genau. Die sieht aus mit, also ich fange mal oben an, da hat sie Hörner, dann so einen Kopf, der hat hier im Bild keine Augen, und dann ist so relativ eckig und kantig halt ein Ziegenoberkörper nachgebildet. Sie sieht ein bisschen aus, muss man sich vorstellen, wie so, wie heißt es hier, Origami, so wie aus Papier gefaltet, finde ich, mit Ecken. Richtig, also eine Origami-Ziege, und das Witzige ist, deswegen vermute ich da möglicherweise einen PR-Gag aufgesessen zu sein, der Oberkörper ist modular aufgebaut und kann auch unterschiedliche Formen annehmen. Sprich, wenn dir die Ziege nicht zusagt, hier steht jetzt nicht, ob es noch andere Tiere gibt, aber du kannst natürlich auch eine ganz schnöde Kiste draufschnallen. Aber dann hat es natürlich nicht mehr so den Unterhaltungswert. Ja, Esel dann, ne? Also, aber ich habe mal eine dumme Frage. Ich wäre von euch schon mal auf einer Ziege geritten, weil das, du das eben so selbstverständlich gesagt hast, man kann auch drauf reiten. Ich hatte noch, also ich wüsste jetzt nicht, dass ich selber mal auf einer Ziege geritten bin. Und das hätte mir die Ziege auch leid. Also jetzt sind nur alles ausgewachsen, vielleicht auch schon als Kind, aber die Ziegen, die ich so kenne, sind jetzt ja gar keine 100-Kilo-Ziegen, beziehungsweise ja, also da irgendwie. Vielleicht. Da müsste jetzt jemand zur Wikipedia greifen. Also Vorbild ist der wilde Alpensteinbock Ibex. Deswegen heißt das Ding auch Bex. Ich weiß jetzt nicht, wie groß so ein Ibex wird. Ich dachte, eine Brauerei wäre eigentlich. Vielleicht ist das auch eher so ein stattliches Tier. Das sieht so ein bisschen so aus wie die von der Army, diese Aufklärungsroboter. Die haben nur allerdings dann keinen Kopf und Hals dran. Die Polizei hat doch jetzt auch so einen Hund, oder? So, was weiß ich, so Minensuch oder die in so ein Häuser geschickt werden, um da irgendwas rauszufinden. Wofür ist sie denn gut? Ja. Gibt sie Milch? Nein. Doch,
Also du kannst natürlich auch Milch damit transportieren, sogar größere Mengen. Bis 100 Kilo oder Liter. Die ist für nichts gut, wie Roboter halt so für nichts gut sind. Nein, du kannst, tatsächlich ist die so ein bisschen für Industriegelände gedacht, so Inspektionen aus der Ferne kannst du auch durchführen, irgendwie eine Kamera draufschnallen und gucken. Minensuchziege, dafür wird sie mutmaßlich zu teuer sein, da nimmt man vielleicht eher was Günstigeres. Ist doch Verarschung. Und halt Sachen transportieren. Was kostet die denn bei Amazon? Das kann ja sein, nur ehrlich gesagt, was willst du denn machen? Da ist Roboterausstellung, Kawasaki baut einen Roboter, ist halt nicht so die Meldung. Deswegen haben die sich wahrscheinlich gedacht, was ich gar nicht so dumm finde, wir schnallen da mal einen Ziegenkopf drauf, setzen da so eine Praktikantin, scheint das zu sein. Also die hat eine Maske, deswegen, die sieht ein bisschen nervös, sitzt die da drauf. Ja, und dann reitet diese gute in den Dame, Sonnenuntergang. Nee, durchs Messetor in dem Fall, aber könnte sie natürlich auch durch den Sonnenuntergang rausreiten. Ja, jetzt haben sie eine Ziege. Ist doch schön. Da freut man sich. Ja, aber man fragt sich halt, also wenn ich jetzt der Interessent bin, warum soll ich diese Ziege kaufen? Weil du Fan vom 1. FC Köln bist. Genau. Das muss doch reichen. Ja. Oder Satanist. Wenn ich eingestiegen wäre mit Kawasaki, baut einen Roboter-Hennes nach, genau, hätte der Sammer sich ganz jetzt von 20 Diskussion Stück hier bestellt. Entstanden. Genau. Im Stümper. Und dann mit deinem Schweden noch dabei. Die schwedische Hausfrau, wie wir sie also, aus Funk und Fernsehen kennen. Genau. Also ich kapiere es noch nicht ganz, aber okay, da gibt es halt eine Ziege auf der Ausstellung, die ist ein Roboter, okay. Ja, großartig. So, ich hatte ein bisschen mehr Begeisterung mir erhofft, aber doch, ist doch sehr schön. Wäre bestimmt auch teuer, deswegen, sonst hätte ich euch mal eine mitgebracht. Würde sich ja Christian Ziege auch als Testimonial an. Der war jetzt auch nicht gut, ne? Nee. Ja, okay. Vor allem den kennt wahrscheinlich keiner mehr so richtig. Das kann natürlich auch sein, ja. Apropos Ziege, eben hatten wir die Roboterziege. Kennt ihr blaue Kröten? Blaue Klöten kenne ich. Du liest auch Generalanzeiger. Ja, ich lese auch Generalanzeiger. Habe ich dir jetzt wieder eine Geschichte geklaut? Nee, ich wollte dir überlassen. Sehr gut. Wird auch wahrscheinlich die einzige bleiben, aber tatsächlich sind vor ein paar Tagen durch die Linie 18 in Bonn blaue Frösche gehüpft. Und die Leute haben erstmal Panik geschoben, wohl so ein bisschen, weil sie dachten, das sind irgendwelche super giftigen Viecher, weil die auch so blau, so strahlend blau aussahen. Und da steht hier auch, sein sprichwörtlich blaues Wunder hat ein Bahnfahrer der Linie 18 am Mittwochabend erlebt, weil er kleine Frösche an Bord hatte und man wusste gar nicht genau, wie viele, 6 oder 7. Die Gäste hielten sie jedenfalls für giftige Frösche. Kennt ihr diese Sorte? Nein. Ich weiß, dass es giftige Frösche gibt. Ja, also die sind in der Tat giftig. Aber ja. Es gibt ja mehrere tausend Froscharten. Also und ja. Bei den Farben müsste ich lügen. Ja, in dem Fall sind es wohl ganz stinknormale Erdkröten. Die sind blau? Nee, die sind eben nicht blau. Die hat halt einer blau gefärbt. Irgendein Schwein ist da hingegangen und hat die armen Viecher mit blauer, man hofft, Lebensmittelfarbe blau gefärbt. Bemalt oder was? Oder wie, oder ja, oder so wie so Ostereier, schätze ich mal, so da reingetunkt. Ich lackiere meinen Frosch, wie ich will. Ja, ich kann euch gleich mal ein Foto zeigen. Also die sehen schon aus, als ob die echt so blau sind. Also der hat die da einfach in diesem blauen Wasser wohl geparkt. Oder mal hat so einen blauen Tümpel. Und dann hat er die in der Bahn freigelassen. Dann hat er die Linie 18 gebracht und hat die da ausgesetzt, um wahrscheinlich eine Massenpanik auszulösen oder was weiß ich, was da die genauen Gedanken waren. Ja, und so kam das dann zu einem kurzzeitigen Aufreger in der Linie 18. Ja, alle mal wieder wach. Alle wieder wach, ja. Also das war die, so sieht die in Wirklichkeit aus. Also alle, die das jetzt natürlich nicht sehen, sag mal, müssen das googeln. Stinknormale grüne Kröte. Also so braun, grün, ne? Die genau. Sind ja durch die Bank nicht so schön. Unschön, ja. Ich habe letztens so ein Tiervideo oder so ein Tierfilm gesehen von irgendwelchen Riesenochsenfröschen oder so in der Savanne, die sich dann echt killen, ne? Die gehen dann zur Brunftzeit. Einmal im Jahr dürfen die poppen. Einmal im Jahr müssen, aber da wird man ja auch aggressiv. Da wirst du aggressiv. Die haben, die vergraben sich irgendwie ganz lange wie so Bären. Dann wachen die aus diesem Schlaf auf. In der Brunftzeit. In der Brunftzeit. Warte mal, da bin ich ja, Leute. Dann wachen die so auf und dann müssen die zu diesem einen Tümpel da oder ist mehr so ein Gewässer, weil da kommen dann die Frauen vorbei, ne, und suchen sich halt den geilsten Stecher aus und die
Kröten, das sind aber so Viecher, ne? So Viecher, die dann in der Mitte sitzen von diesem Gewässer, die kriegen halt die geilsten Weiber. Und um da hinzukommen, ist das aber wirklich so nicht nur Spießrutenlauf, sondern wirklich ein Kampf um Leben und Tod. Und die killen sich dann da richtig. Und dann siehst du so Frösche, wie die so aufeinander zufliegen, so als so, so fußballgroße Viecher, die dann so aneinander klatschen und sich's richtig besorgen. Also jetzt noch so mehr unter den Jungs. Und dann irgendwann kommt halt die Mutti vorbei, die künftige, und sagt so, du darfst heute ran, ne? Und dann gibt es aber ganz viele andere Kerle, die dann halt unverrichteter Dinge dann nach Hause gehen und dann sich wieder ein Jahr irgendwo eingraben. Aber ist das bei Fröschen nicht so, dass die Mädels den Froschleuchter ablegen und die ja, der muss ja, befruchtet werden. Aber ja, in dem Fall, die machen es wohl halt gemeinsam. Ah. Ja, und wie killen sich die Frösche gegenseitig? Also die Frösche sind ja nicht bekannt für ihre scharfen Zähne oder so, oder? Ja, doch, die hatten aber schon, also ich muss das nochmal recherchieren, die bringen sich wirklich um, also wirklich ungelogen. Die hatten auch irgendwie so, ich glaube, die haben einfach einen sehr starken Kiefer oder so und erwürgen sich dann und die haben dann so richtig so sich ineinander verbissen. Also man kann es nicht anders sagen. Aber halt nicht so kleine, süße Fröschlein. Ja, stell dir mal vor, das ist jetzt, um das Ganze abzurunden, die hätten die Viecher blau eingefärbt und die Linie 18 gesetzt. Dann hätten wir hier eine Story. Aber naja, so war's. Brunftzeit. Ja. In der Brunftzeit, genau. Die Bonner Polizei hat jetzt angekündigt, auch einen Roboterstorch zukünftig vorzuhalten. Sehr schön. Wunderbar. Ja, aber wie die blauen Frösche in die Linie 16 kamen, das weiß man nicht, ja? Nee, das weiß man wohl nicht. Also vielleicht wird man es rausfinden, wenn man da irgendwelche Videobilder auswertet. Ich glaube, in den Bahnen gibt es inzwischen auch Aufnahmen, aber ja. Ja, naja. Kaum zu glauben. Gut, vielleicht ganz kurz, wir haben ja einen Gast heute hier an Bord und gibt viele Gründe, warum du hier bist. Natürlich einmal die Popularität, einfach dein Name zieht unseren Podcast ganz an die Spitze, das ist mal das eine. Aber dann vielleicht auch, was die meisten nicht wissen, der kein Friseur vor seiner wahnsinnigen Instagram-Karriere, hat der tatsächlich dort gearbeitet, was wir hier sozusagen tagtäglich besprechen. Also es heißt ja voll in die Presse und irgendeine arme Sau muss die Scheiße ja auch mal drucken. Ja. Und vielleicht einfach nur, das ist jetzt ganz, ganz ernst gemeint, in 5 Sätzen, wie druckt man eigentlich eine Zeitung? Wir machen jetzt mal so ein bisschen Sendung mit der Maus. Also ne, da gibt es ein paar Heinis, die schreiben irgendwas und dann geht das da irgendwie auf Rolle. Auf Rolle. Früher hat man immer im Studium zu uns gesagt, da muss auf Walze, wenn du das lernen musst. Die Walze ist veraltet. Heute sind das so Aluminiumplatten. Und also ich habe mit dem, was in der Zeitung steht, dafür bin ich nicht verantwortlich, nie gewesen. Damit haben wir nichts zu tun. Aber das wird von der Redaktion, wenn die dann fertig sind, wird das Ganze auf Aluminiumplatten gebracht. Allerdings nicht in Spiegelschrift, sondern richtig rum. Und dann, das ist ein indirektes Druckverfahren in Köln. Und dann geht das erst auf so eine, ja, wie soll man sagen, auf so eine Gummimatte. Mhm. Und dann ist es spiegelverkehrt und von da aus geht es dann zurück aufs Papier. Und so wird das dann gedruckt. Und was soll ich sagen? Die Maschine ist relativ groß, ist so groß wie ein Schiff. Da gibt es mehrere Druckköpfe, an denen gearbeitet wird. An jedem Druckkopf stehen 3 Drucker und mehrere Helfer. Und unten ist der Rollenkeller und dann. Und was muss man da so konstant dann irgendwie Farbe oder Toner oder irgendwas nachschütten? Nee, Farbe sind Farbkästen. Das ist dann Rot, Magenta nennt man das, Cyan ist das Blau, dann Yellow, Gelb und Schwarz. Also und daraus werden alle Farben gemischt. Ja. Wie bei dir auf dem Tintenstrahldrucker, nur ein klein wenig größer. Genau, so sieht das aus. Und als Drucker, da gibt es einen Drucker, der ist dafür verantwortlich, dass die Farben alle genau übereinander sind. Das ist nicht so wie so ein 3D-Bild, was du mit der 3D-Bille guckst, wenn die Farben nicht übereinander sind. Das ist dann so, der muss dann gucken, dass die Seiten genau übereinander sind und dann gibt es noch den Maschinenführer, der hat so alles im Blick und sagt dann, ey, mach mal da schmiert's, gib mal da mehr Wasser drauf oder und weiß ich. Wie viel Zeitung druckt so ein Teil in der Stunde, kann man das sagen überhaupt? In der Stunde, weiß ich nicht. Oder am Tag?
Ja. Ja, du hast so Druckauflagen, was weiß ich, da hast du 130.000 oder so. Mhm. War das, das ist ja auch alles weniger geworden. Mhm. Ne, die Leute lesen keine Zeitung mehr und ja, das ist alles. Ich bin nur auch schon eine Weile raus, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Das hat sich auch alles geändert. Das Druckverfahren hat sich mittlerweile auch geändert. Wir hatten jetzt, als ich das letzte Mal jedenfalls noch da gearbeitet habe, das war 2016, da hatten wir eine Druckmaschine, die hat dann, ist dann ohne, quasi ohne Wasser gelaufen. Zur Kühlung brauchte die zwar Wasser, aber zum Druckverfahren dann nicht mehr. Und ja, so entwickelt sich das alles weiter. Aber wie gesagt. Also wahrscheinlich mörderlaut, oder? Es ist so eine Halle. Ja. Und kein Tageslicht den ganzen Tag. Ja. Das ist schon irgendwie. Also ich habe mir das tatsächlich mal hier, weil du eben sagtest, der Artikel mit den Kröten war ja aus dem Bonner Generalanzeiger und die haben regelmäßig früher den Tag der offenen Tür gehabt. Ich habe da auch selber mal als Korrektor gearbeitet und habe dann den Scheiß, den die geschrieben haben, dann korrigiert im Studium. Aber bei diesem Tag der offenen Tür war ich mal mit den Kindern da und dann haben die da auch tatsächlich Zeitungen gedruckt in dieser Halle. Das ist schon echt groß und laut und dann überall so quasi so wie so Bahn, sieht so ein bisschen aus wie in so einem Freizeitpark, wo dann die Zeitungen so über einem hinweg. Oder Wendestangen, wird das dann. Schon sehr beeindruckend, dieses Teil. Ja, das ist auch das alles, das ganze Einfädeln und wenn das Papier mal reißt oder so, dann ist immer. Ja, und allein diese Rollen, ne, diese Monsterrollen, da darf auch keine mal irgendwie abhanden kommen, dann macht ihr dich platt wahrscheinlich. Ja, ja. Und vom Verfahren her werden also auch so bestimmte zusätzliche Teile, also da wird nicht immer alles komplett gedruckt, also die komplette Zeitung am Stück, sondern die Beilagen oder, also jetzt nicht Werbebeilagen, aber sonstige, so Monat, Woche, welche Beilagen. Ja, so am Beilagen, Wochenende, es gibt die ja werden so, dann immer in den Lücken gedruckt oder was dann, oder? Nee, die werden die ganze Woche über, werden so Regionalteile gedruckt für die Wochenendzeitung und die werden dann nachher dann dabei gelegt. Du hast ja so mehrere Bücher, wenn du eine Zeitung aufmachst. Ja, das ist ja nicht, das ist nicht Blatt nach Blatt, sondern du hast ja mehrere Bücher übereinander, die werden auch oft an verschiedenen Tagen gedruckt. Naja. Ach, interessant, ja. Ja, cool. Also ich mag ja Zeitungen eigentlich sehr gerne, muss aber gestehen, ich habe auch mir Ewigkeiten keine mehr gekauft. Also das ist leider Gottes, habe auch keine im Abo. Du hast, glaube ich, eine, ne, Beef? Ich hab eine im Abo, also aber auch hier für, also in einem Digital-Abo quasi. Also das ist tatsächlich dafür ganz praktisch, dass man, also ich finde es tatsächlich angenehm, weil ja, man guckt dann doch schneller mal aufs Tablet, finde ich, als dass man die Zeitung rauskramt. Und, ja, so früher im Studium, da gab es das auch nicht. Da habe ich tatsächlich mal den Generalanzeiger auch ganz brav im Abo gehabt, aber der war ja kein Tabloid-Format, also noch die große Format und Frankfurter und so, ja, sowieso. Und wenn du dann in der Straßenbahn so wusch, reißt du das auf, bei links und rechts gibt es mal so Backenfutter, ne? So, oh, Entschuldigung, ne? Da musst du irgendwie immer so lesen. Das war so nicht so handlich wie so ein Tablet oder ein Handy. Das ist. Ja, ist das eigentlich so, um die Leute zu ärgern oder einfach, weil es effizienter gedruckt werden kann? Das Format meinst du jetzt, die Größe? Ja. Ja, wir haben, unser Format war nicht so groß wie Kölner Stadtanzeiger. Ich glaube, der Bonner Generalanzeiger war größer, ne? Als der Kölner Stadtanzeiger. Ja, der Stadtanzeiger hat schon sehr früh dieses, ich weiß nicht, vielleicht schon immer, aber die hatten dieses Kölner Stadtanzeiger, das nennt sich halbes Berliner Format. Ich glaube, das ist die Hälfte vom Bonner Generalanzeiger gewesen, oder? Ja, die Hälfte, weiß ich. Ja, vielleicht, ja, kann sein, wenn man es so dreht, ja. Also, naja, aber, weiß ich nicht. Die Bild-Zeitung ist ja auch immer ziemlich groß, da steht ja nur Scheiße drin. In groß. Ja, das ist quasi der Bumsender der Zeitungsindustrie. Ja, bei den Buchstaben brauchst du ja auch Platz. Ja. Ja, aber wenn man ehrlich ist, ist es doch eigentlich auch heute noch geiler, wenn du so eine Zeitung wie ein Generalanzeiger oder egal, auch ein anderes Blatt, so richtig schön auf einem Tisch und du blätterst es schön auf, hast so eine riesen Doppelseite vor dir mit etlichen Artikeln. Du hast das alles auf einmal im Blick. Das ist doch eigentlich, wenn man ehrlich ist, viel attraktiver als dieses Gescrolle auf dem Handy. Also ich habe auch keine Zeitung mehr im Abo und ich kaufe auch keine mehr. Aber wenn ich mal beim Arzt bin, bei meinem Zahnarzt liegt immer der Generalanzeiger, dann ich greife den immer, obwohl ich das Handy dabei habe. Ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Also wenn ich mal irgendwie im Flugzeug oder so unterwegs bin, schnappe ich mir auch immer die richtigen Zeitungen. Die kannst du vor allem auch lesen, wenn du das Flugmodus Ja, aber ich, ganz ehrlich, aber man hat, also auf der Doppelseite
habe ich doch 70% Ausschuss. Also das sind doch 70% Artikel, die mich aber es sieht einfach schön aus. Also eine Zeitung sieht doch, eine gedruckte Zeitung sieht schon schön aus, muss man also sagen. Also ich fass beim Arzt keine Zeitung an, ganz ehrlich gesagt. Wenn ich mir überlege, da ist ja jemand, der sich dann bei jedem Umblättern die Finger anleckt und die ich dann beim auch. Urologen? Ja. Nee. Das mache ich nicht mögen. Ja. Na gut, jetzt hab ich, so habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber. Also da kannst du dir auch deswegen Vogelpilz oder so kriegst du davon nachher. Ja. Vogelpilz, ja, vier gleich. Vier Vogelpilz. Was im Übrigen auch wieder eine schöne Überleitung zu dem Bier, dass der Beef hier Kredenz hat, was echt gar nicht so schlecht schmeckt. Ne? Also es ist jetzt nicht rausschmecken bei einer Blindverköstigung, aber es ist jetzt. Gibt es den Vogel? Also wenn ich das vier Cola-Sorten und das Bier, würde ich schon rausschmecken. Wenn du was? Vier Cola-Sorten und das Bier würde ich es rausschmecken. Ansonsten. Ja, gut. Ja, na gut. Das traue ich mir zu. Aber es ist tatsächlich, also ich finde aber, es schmeckt einfach ganz solide, kann man trinken. Aber ich muss dich auch echt nochmal loben, Beef, weil du gibst dir echt immer Mühe hier mit dem Bier, ne? Das muss ich schon sagen. Das sind. Der Tränkehändler ist mein Freund. Hm. Aber Leute, wenn wir jetzt hier schon beim Thema Vögel sind, dann muss ich euch doch mal auch zum Thema Vögel eine Frage stellen. Nämlich, warum setzen sich Vögel auf eine Stromleitung? Weil sie es können. Das ist halt in Flughöhe ganz praktisch. Vielleicht vibriert das so ein bisschen. Nein, also der. Sehr gute Aussichtsposition. Das ist, der Ben sagte, weil sie es können. Das ist natürlich komplett falsch. Die richtige Antwort lautet, weil sie es müssen. Denn wie sonst sollten die von der US-Regierung eingesetzten Überwachungsdrohnen ihre Akkus unauffällig in der Öffentlichkeit aufladen können. Auch eine Idee. Ja. Ah, wer mutmaßt das denn? Der US-Amerikaner Peter McEndoe, also nicht McEnroe, nicht der Tennisspieler, sondern Peter McEndoe, der hat 2017 spontan eine Verschwörungstheorie entwickelt. Und zwar ist er irgendwie wo langgelaufen oder war auf jeden Fall dabei, als eine Pro-Trump-Demo in Memphis stattfand. Das war eine Demo gegen einen Marsch für Frauenrechte. Und irgendwie hat ihn das angekotzt. Und dann ist er irgendwie hingegangen und hat sich irgend so ein, ich weiß nicht, wie er das jetzt alles, das Material zur Hand hatte, aber er hat sich ein Schild geschnappt und hat dann mit dem Stift da draufgeschrieben, Birds aren't real. Also Vögel sind nicht echt. Und hat sich dann unter die Leute gemischt und hat halt immer rumgebrüllt, Birds aren't real. Und aber er hat das nicht ernst gemeint selber, oder? Nein, er hat das selber nicht ernst gemeint. Dann sind die irgendwie auf den aufmerksam geworden und der ist auch dann gefilmt worden von einem Teilnehmer. Und da wurde er dann auch gefragt, was das denn soll. Und dann hat er gesagt, jeder einzelne Vogel am Himmel sei eine Drohne und er selbst sei Teil einer Gegenbewegung, die es schon seit 50 Jahren gibt. Und dieses Video dann von dieser Demo, das ist dann irgendwie in den sozialen Netzwerken viral gegangen. Und auch Lokalnachrichtensender sind wohl darauf aufmerksam geworden und haben darüber dann tatsächlich ernsthaft berichtet. Und er hat halt quasi dabei dann immer vertreten, dass alle echten Vögel zwischen 1959 und 2001 beseitigt worden seien. So, und ja, er hat dann jedenfalls irgendwie gemerkt, dass das irgendwie verfängt, dass die Leute das darüber berichten, dass sie es ihm glauben und hat dann irgendwie entschieden, bei dieser Theorie zu bleiben, um zu gucken, wie die Leute darauf reagieren. Und bevor ich dann irgendwie jetzt mal erzähle, wie das dann weitergeht, mal die Frage so einfach an euch, wie findet ihr das? Das ist doch eigentlich ganz, ganz cool erstmal, oder? Jo. Tja, ich finde es halt bitter, dass ich im Prinzip, ja, also das genau. Ist auch so ein bisschen, also du kannst den größten
Unsinn irgendwie auf ein Schild malen und durch die Gegend und du ziehst und erzeugst dadurch Aufmerksamkeit und irgendwelche Medien, wie auch immer, nehmen diese Scheiße ernst. Das ist, glaube ich, das ist das bittere, die bittere Erkenntnis dabei. Das finde ich tatsächlich, ich finde das natürlich in sich erstmal eine witzige Story, dass er da auch dann quasi, also ich finde ja den Anlass schon mal sehr ehrenhaft, wenn er da sagt, also es hat ihn quasi angekotzt, dass da quasi gegen eine Frauenrechte-Demo demonstriert werden sollte. Aber spricht für ihn. Wie bekloppt kann man denn sein, dass man dann sowas dann ernst nimmt und diesen Scheißdreck halt macht? Also das ist halt, ja, keine Ahnung, ganz schwierig. Ja, es zeigt in der Tat, ne, du findest immer Leute, die dich ernst nehmen, sei es, dass sie dir glauben oder sei es, dass sie also die Theorie glauben oder sei es, dass sie glauben, dass du es zumindest ernst nimmst. Es ist jedenfalls so, dass er das dann quasi genutzt hat, um eben solche Verschwörungstheoretiker aufs Korn zu nehmen. Und das Ganze hat irgendwie dazu geführt, dass, so steht es hier in dem Artikel von tagesschau.de, hunderttausende Jugendliche würden mittlerweile diese Theorie oder nicht diese Theorie, ne, diesen Quatsch bei TikTok und Instagram auch verbreiten und zwar wohl eben mit diesem Zweck, eben andere Verschwörungstheorien lächerlich zu machen oder aufzudecken oder ja. Na, immerhin, auch immer. Also ich hätte jetzt schon fast befürchtet, dass das dann irgendwie quasi in den sozialen Medien so völlig entkoppelt wird und dann immer mehr Leute tatsächlich glauben, dass die Viecher Drohnen sind. Und man kann das ja auch beliebig ausbreiten. Also du kannst dich auch hinstellen und sagen, das ist alles Quatsch in den Medien. Also die echten Drohnen, das sind maximal 1-2% von den Vögeln. Ja? Und dann, die anderen sind ja, nur zur Tarnung, richtig, damit die Leute denken, ja, damit die nicht glauben, das wären alles Drohnen. Ja, das ist ja so. Und wie gehen die jetzt auch mit der Situation des Vogelsterbens um? Ja, des Vogelschisses. Ja, was genau? Akku-Allee. Akku-Allee, auch schön. Ja, es soll tatsächlich, er wird hier irgendwie zitiert, man könne eben diese Leute, die dann echte Verschwörungstheorien vertreten, als Witzfiguren entlarven. Und es gibt einen Bericht wohl dazu, wahrscheinlich war das der Anlass für tagesschau.de, darüber zu berichten, in der New York Times auch, dass das durchaus erfolgreich ist, auch dieses Konzept. Denn es gab wohl auch irgendwie jetzt eine Demo, eine Anti-Abtreibungs-Demo in Cincinnati. Und da sind dann auch eben diverse junge Leute, Demonstranten aufgetaucht und haben immer Birds aren't real gebrüllt und solche Sachen. Und daraufhin hat sich diese Demo wohl aufgelöst. Also das war denen irgendwie zu strange, den eigentlichen Demonstranten, die gegen Abtreibungen demonstriert hatten. Oh Mann. Tja. The world is fucked. Ich bin immer so ein bisschen, also ich bin auch, ich schaue immer eher belustigt auf so sämtliche Verschwörungstheorien. Man muss aber umgekehrt auch sagen, dass halt schon viel bizarres Zeug passiert und vieles eben auch erst Jahre, Jahrzehnte später rauskommt, wo man sich damals dachte, da sind aber ein paar Leute, die das zu wissen glaubten oder vermuteten, für ausgelacht worden. Ja, aber am Ende, das ist ja, glaube ich, das Problem mit den Verschwörungstheorien, dass es immer so Einzelfälle gibt, wo dann wirklich einer mal recht hatte mit irgendeiner bizarren Geschichte. Also du meinst die Mondlandung zum Beispiel? Zum Beispiel, ja. Ja, welche, ihr müsst mir aber gerade helfen, QAnon heißt doch die eine, oder? Ich habe mal gelesen, dass diese ja sehr bekannte Verschwörungstheorie da vom Deep State und so und irgendwie Kinderblut trinken und so weiter. Ich habe mal gelesen, dass das Ganze auch mit einem Gag angefangen hätte, also mit einer nicht ernst gemeinten Verbreitung dieser Geschichte und dass sich das dann aber verselbstständigt hat. Also das kann ich jetzt nicht belegen oder so, aber das habe ich noch so abgespeichert. In dem Moment, wo du jetzt ja sagst, also ich habe das mal gehört und ich kann es nicht belegen, ist ja im Prinzip genau die, wie soll ich sagen, die Vorgehensweise, die solche Sachen befeuert oder auch eben nicht. Also das ist ja so ein bisschen, das unterstützt sich ja dann quasi selbst. In Rotbäckchensaft ist doch auch Kinderblut drin, oder? Ja, wie soll es denn sonst so rot werden?
Genau. Das ist, rote Beete sind Kinderwangen. Das nee, aber das ist, ja, ich weiß auch nicht. Also ich, wenn ich Echsenmensch wäre, würde ich das auch trinken. Ja. Ja. Aber es ist auch halt, gibt ja schon immer so einen Scheiß. Also auch früher in den 70ern gab es diesen Erich von Däniken-Quatsch da irgendwie und sonst irgendwas. Also das, da gab es dann, da konnte man als Verbreitung aber immer nur so die Buchform wählen. Das war halt dann eine Spur träger irgendwie, ne? Oder irgendwelche Legenden ums Bermuda-Dreieck. Das war ja auch alles genau so ein Stuss. Und das, ja, weiß nicht, also ich finde das halt, also ist, glaube ich, einfach das Problem, dass eben durch soziale Medien und durch diese dauernde Verfügbarkeit und dass die Aufmerksamkeitsspanne zu einzelnen Themen dann auch massiv gesunken ist, dass es dadurch halt nicht besser wird. Aber das ist ja gerade für mich der große Widerspruch, dass heutzutage kannst du ja viel leichter eigentlich so einen Faktencheck machen, ja, und obwohl die Möglichkeiten viel größer sind, ganz schnell der Wahrheit auf die Spur zu kommen oder zumindest näher zu kommen, führt es genau zum Gegenteil, dass ganz viele Leute einfach sehenden Auges, obwohl die Möglichkeiten auch alle in diesem Internet sind, lieber dem Scheiß in TikTok oder sonst wo glauben, anstatt einfach mal irgendwie eine seriöse Quelle anzuzapfen, die ja auch zugänglich wäre. Und dazu trägt natürlich auch bei, dass man dann halt als Verschwörungstheoretiker immer erstmal sagt, die erste Verschwörungstheorie der anderen oder das sind die Verschwörungs-, also die wahren, die Medien und so, die Lügenpresse, das sind sozusagen diejenigen, die hier die Verschwörungstheorien machen und wir erzählen euch die Wahrheit. Also, dass man es einfach umkehrt und dadurch quasi ja so völlig auf den Kopf stellt. Also, das geht mir immer wieder dann gar nicht in den Kopf rein, dass Leute, wenn du dann so ein bisschen durch TikTok oder wie gesagt YouTube oder so durchscrollst oder Twitter, ne, da steht ja auch diese Scheiße drin und denkst du, so, meinen die das jetzt ernst? Das kannst du doch mit zwei Klicks, kannst du das doch checken. Ja, aber wenn du das ist ja genau das Ding, ne? Das hatten wir ja auch schon mal. Die Leute haben eine Meinung, die vielleicht aus irgendeinem Gefühl entstanden ist oder vielleicht haben sie mal was gehört oder gelesen. Und dann suchen sie sich die Menschen und Medien, die genau zu dieser Meinung passen. Und wenn dann was anderes kommt, ein Faktencheck zum Beispiel, dann stimmt der per se nicht. Also der passt nicht zu der eigenen Meinung und dann ist der per se falsch. In puncto Corona habe ich immer wieder, also ich weiß nicht, woran es liegt genau, aber bei Welt.de sind extrem viele Corona-Gegner im Forum, also in den Kommentaren unterwegs. Und also wirklich extrem viele. Und die herrschende Meinung da ist quasi zum Thema Faktenchecks. Da kommen dann nur noch solche Sprüche wie Faktenchecks, wenn ich das schon höre, weiß ich schon, dass das alles falsch ist oder dass das alles gelogen ist. Deswegen sage ich ja, auf den Kopf gestellt. Ja. Könnte ich jetzt nochmal zum Anfang unseres Dings zurück und von unserem Zuhörer What a Familien. Das ist das 10. Gebot der Propaganda. Da steht nämlich, wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, ist ein Verräter. Mhm. Also auch hier geht es ja immer wieder drum. Also ich lese dann am Schluss nur noch das, was quasi zu der Meinung passt, die ich mir ohnehin schon gebildet habe. Und alles andere ist halt Blödsinn beziehungsweise gelogen oder sonst wie falsch. Das ist halt so ein bisschen, das ist so die Schwierigkeit dabei. Und natürlich, wir haben alle Möglichkeiten, also zumindest hier in den Demokratien, in den westlichen Staaten und da, wo eben die Meinung nicht vorgeformt wird und wo eben auch eine unterschiedliche Meinung zugelassen werden, da ist es halt so letzten Endes, dass man sich diese Informationen holen kann. Es ist halt einfach mühsam und es ist so ein bisschen, manchmal ersäuft halt die Wahrheit auch so ein bisschen in der Flut der dauernden Berieselung. Also Twitter ist ja eigentlich eine ganz nette Geschichte, es ist aber auf der anderen Seite auch eine Pest, weil man dauernd nur, also 95 oder 97% Müll kriegt und ich rede noch gar nicht mal von Werbung oder sonst was, sondern 97% der Artikel interessieren mich quasi gar nicht oder sind irgendein Scheiß, aber die 3% halt rauszufinden, das ist halt mühsam. Es ist halt auch eine Frage des Angebots. Ja, wenn der ganze Supermarkt voll Billigfleisch steht, dann greifst du halt irgendwann zu und bist es dann irgendwann leid, weil du deine vegane Leberwurst einfach nicht findest in dem Durcheinander und dann ist die auch noch dreimal so teuer. Genau. Ja, eine Frage der Einfachheit. Genau. Und das ist tatsächlich, und auch der Bildung, wie man
mit sowas umgeht. Also das ist ja, glaube ich, auch ein Thema. Also das ja, allein dieses Trennen, das ist immer wieder bei dem Thema nicht zwingend so Gamification, aber letzten Endes auch, dass diese Mischung auch zwischen Werbung, Meinung und sachlichem Faktenbericht halt tatsächlich völlig verwischt. Ja, wir können ja mal den Kein Friseur fragen, der ist ja ein Social Media Star. Also ja. Wie gehst du denn so mit der Wahrheit um in deinen Netzwerken? Ja, ich lese zum Beispiel bei Mimikama viel nach und das sind auch so Faktenchecker aus Österreich. Und da bin ich irgendwann mal selber drauf gekommen und dann habe ich in den Mainstream-Medien gesehen, dass man da auch ruhig mal lesen kann und dass das schon stimmt, was da steht. Und ich bin da eher so der Mensch, der sich da informiert. Mimikama, das klingt so wie Mimimi. Naja, du kannst mal gucken. Das ist Mimikama, steht das für irgendwas? Oder? .at. Genau, oder? Kennst du, ne? Ja, ja. Kenn ich, weiß Bescheid. Und das ist, also meiner Meinung nach ist das seriös. Also wenn dann so Sachen im Umlauf sind, dann stürzen sich da drauf und sagen so, das und das sagen die Verschwörungstheoretiker. Also Das sind so Faktenchecker. Ah, ja, genau. Das ist sicherlich auch kein einträgliches Hobby. Wahrscheinlich braucht man da auch eine hohe Frustrationstoleranz. Ja. Das denke ich auch. Also ich hab selber auch schon mir sagen lassen müssen, das mit der Flut, das ist alles menschengemacht, da hat einer irgendwo aufgedreht und wenn ich dann gefragt habe, ey, wo kommst du denn auf die Scheiße, wo hast du das denn her? Ja, das sagen die uns nicht. Ja, ja, das so. Ist ja dann und dann stehst du da, ja, ja, die anderen halt, ne? Ja, die da oben, genau. Die haben über Jahrzehnte hinweg haben die sogenannte Talsperren aufgebaut. Ja, keine Ahnung. Die sie erstens mit Flur versorgen. Ein paar Tage vorher war der Sturm und da hat dann einer Durchzug gemacht oder was? Hat das Fenster nicht zugemacht oder wie? Ja, das ist ja, ich meine, wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte es ja lustig sein, immer die Interviews mit diesen Verschwörungstheoretikern irgendwie auf irgendwelchen Querdenker-Demos, wenn die dann da interviewt werden und dann erstmal steil gehen, von welchem Medium sind sie denn? Ja, hier ARD. Ja, ARD, Lügenpresse. Ja, ja. So. Mit Ihnen wo lügen wir denn? Ja, überall. Ja, sagen wir mal ein konkretes Beispiel. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, irgendwas. Was haben wir denn falsch? Ganz bewusst. Ihre Chance, sagen Sie es. Lügenpresse, ja, halt die Fresse. Weiß nicht, das ist alles eigentlich, alles. Ne? Also die werden nie konkret, weil... Danke, Merkel. Ne? Genau, das fängt konkret. Ja mit dem Wetterbericht schon an. Ja. Ja, aber das ist ja genau das Fatale. Ich meine, habe ich auch schon mal in einigen Podcasts zurückgesagt, also wenn das Interview dann auch bei solchen Vögeln beginnt, das ja dann gerne auch mal damit, dass ja, man darf es ja nicht sagen, aber ich sag's jetzt mal und es passiert ja dann nichts. Und du darfst ja alles sagen. Ja, natürlich, das ist ja der wesentliche Punkt. Und das ist ja auch im Prinzip erstmal richtig. Ja. Also im Prinzip darf jeder alles sagen. Für mich ist halt die Kunst darin, ich muss mir halt alles anhören. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Also dass ich mir, und das ist auch so bei manchen Dingen, bin ich jetzt auch an dem Punkt, wo ich sage, ich will mir halt auch nicht mehr jeden Scheißdreck anhören, auch nicht zum fünften Mal. Es ist dann auch irgendwann weder witzig noch sonst. Es ist einfach nur bitter, wenn irgendwelche Gestalten da irgendeinen Stuss verbreiten und weil sie einfach strunzedoof sind oder aber irgendwie sich, das ist dann die komplexere Form des Ganzen, halt vielleicht sogar im Hinterkopf dämmernd ihnen langsam, oh, da habe ich mich auch in der Ecke verrannt und das ist, glaube ich, ein ziemlicher Quark, den ich da verzapfe, aber ich kann es ja nicht zugeben, weil dann würde ich ja zugeben, ich hätte mich ein Jahr lang irgendwie... alles revidieren, was er vorher gesagt hat. Ja, genau, ich hätte mich ja ein Jahr lang in die falsche Richtung bewegt und das kann ich nicht zugeben. Zusammen, ja, aber ich glaube auch, das sind tatsächlich gar nicht alles Idioten oder dumme Leute, manche sind vielleicht auch einfach in ihren Gedankenstrukturen irgendwo auf Abwege geraten und haben sich dann da drin ein Stück weit verloren. Also auch zu viel Grips im Kopf kann ganz schön gefährlich sein. Das ist wie mit allem, muss damit umgehen können. Sagt Beef Rogers. Ja, so ist King of my Castle. Ja. Nee, aber ist wirklich so. Ich meine, also, das. Warum lässt du dich denn nicht impfen? Ja, weil die Regierung geht mir auf den Sack. Das habe ich selber so gehört. Mhm. Als sie dann anfingen, Bratwürste zu verteilen, da habe ich gesagt, nee, ich sag, was hat denn das damit zu tun? Aber so steigern die sich denn da irgendwie. War allerdings auch ein schräger Move, aber mit Bratwürsten. Ja, also ich da hätte ich am liebsten gesagt, bei uns war das nicht nötig, mit Bratwürsten zu locken. Ja, wir waren alle so vernünftig, also das so zu machen. Also. Gibt ja auch die Geschichten, wo Leute sich dreimal haben impfen lassen wegen der Bratwürste, so, ne? Aber also mit Bratwurstfett oder was? Mit Curry.
Ich habe ja mal, das habe ich aber auch nur in so einem weitergespielt bekommen. Ich habe es tatsächlich auch nicht verifiziert, dass es in einem, ich glaube in Hannover, in einem Puff das Angebot gab, dann auch eine sich im Puff impfen zu lassen und danach, wer sich hat die Bratwurst zu versenken. Nee, eben nicht, der durfte in der Runde. Hatten wir das hier in der Runde? Ich weiß es nicht. Ja, doch, doch, das hatten wir mal. Ne? Ja. Sehr geil. Und das finde ich an sich, da ärgerst du dich halt auch, Mensch, ich habe nur eine Bratwurst gekriegt. Ja, ich gar nicht. Wie lässt du dich schon wieder impfen? Ja, ja, ja. Schon wieder? Was? Norbert, wo gehst du denn hin? Ja, ins Impfzentrum. Ich pay mir die Wurst. Ich ziehe mir die Spritze rein. Oh, herrlich. Oh boy, oh boy. Sehr schön. Ja. Juti, ich könnte noch eine Steilvorlage liefern, weil den kein Friseur, den Beef Rogers und mich verbindet auch die Liebe zu lauter, krachiger elektrischer Gitarrenmusik. Ich mag auch elektronische Musik, aber elektrischer Gitarrenmusik. Und ich habe mir sagen lassen, dass du vor Jahren schon mal auf einen wirklich sehr, sehr geilen Heavy-Metal-Artikel aufmerksam geworden bist. Also ich habe das damals, glaube ich, im Radio gehört. Das war im Radio. Das ist von 2014. Das ist also schon relativ alt. Und da geht es um einen jungen Schweden, um Roger Tullgren. Mhm, typischer schwedischer Name. Kauft sich auch gerne Ziege. Ja. und der hat sich eine Heavy-Metal-Sucht attestieren lassen. Und der war damals 42 Jahre alt und liebt Heavy Metal über alles und hat sich seine Liebe zu der Musik als Sucht attestieren lassen. Und weil er als Tellerwäscher zu wenig Geld verdient hat und er davon nicht leben konnte, ist er zu einer Psychologin gegangen und die hat ihm das dann attestiert. Und seit 2007 bekommt er eine Rente, eine Invalidenrente dafür. was steht hier? Das Fandasein des Schwedens für Heavy Metal wird nun offiziell als Behinderung deklariert. Ja, ist so. Und er braucht sich, einen Entzug habe er nie gemacht, weil es keinerlei entsprechende Konzepte dafür gäbe. Also Schlager. Das wäre so einfach. Das Metadon, 20 Stunden Helene Fischer oder was dann irgendwie. Oder? Das Metadon-Programm für Heavy-Süchtige. Aber ich frage mich dann, ich weiß jetzt nicht, was aus dem armen Kerl geworden ist jetzt während Corona. Wo der Überdosis. Der konnte nicht zu Konzerten gehen und so. Das war ja so, der hat ja im Jahr 300 Konzerte besucht, steht da. Mhm. Und, das ist aber auch ein strammes Programm. Ja, ja, gesagt. Da hast du auch keine Zeit zum Arbeiten. Nee. Das ist auch was für ein HNO-Arzt. Genau. Ja, ich fand das irgendwie sehr interessant. Also was der ist damit durchgekommen. Der ist damit durchgekommen. Hat eine Rente gekriegt und hat dann quasi auf dem Rententeil weiter Konzerte besucht seit 2007. Das denke ich, und nebenbei dann noch so ein bisschen Teller gewaschen. Kriegt er denn die Tickets für Dings auch von der Krankenkasse irgendwie? Dass er das als Behinderter kann er doch Rezept dann oder sowas, Behindertenausweis. Ja, da kommst du auf wahrscheinlich jeden Fall einen guten Parkplatz. Das ist doch schon mal was. Wer mal auf dem Festival war, weiß doch, allein schon ein guter Parkplatz ist doch da Gold. Ja, genau. Dann kommt er mit seinem Behindertenausweis, parkt direkt neben dem Eingang. Ja, neben der Bühne. Großartig. Dann kann er wahrscheinlich noch hinter die Bühne. So. Ja, wahrscheinlich. Ja? Auf die Rolli-Tribüne und der kann überall hin mit seinem Ausweis. Ja, das ist doch mal. Ja, geil. Ja, fand ich interessant. Funktioniert aber nur bei Heavy Metal oder gibt es das auch noch für andere Rock- Ich weiß es nur von, also ein anderer hat sich das noch nicht getraut, glaube ich. Das Weil ich ja zugeben muss, 300 Konzerte im Jahr ist wirklich ein strammes Programm. Also sowohl fürs Portemonnaie als auch für so den Körper. Also das. Also 2015 hat er 300 Konzerte besucht, steht hier. Das ist respektabel. Ja. Nicht schlecht. Faszinierende Story, ja, ist geil. Ja, schöne Geschichte. Also ich glaube, wir haben seit Jahren keins mehr gehabt. Wir drei sind ja verabredet, wann ist das? Im Juni in der Schweiz für Rammstein. Genau. Das wird mein erstes Konzert nach langer Pause. Und mal schauen, ob es stattfindet. Ja. Who knows? Na, ich war doch zwischendurch auch schon mal in Dortmund, hat es geklappt, mit Maske und draußen. Ja, wie ist das denn so? Also können wir ja ganz kurz einen Exkurs machen. Du gehst dann in eine Halle oder ist das draußen im Stadion, aber hast die ganze Zeit eine Maske vorm Gesicht?
Nee, das war in Dortmund war das so, das ist normalerweise eine Halle gewesen, aber die haben das dann abgespeckt mit weniger Leuten und das in diesem Innenhof gemacht. Und man musste mit Maske dann dahin und hat am Eingang seinen Impfnachweis gezeigt und dann haben sie gesagt, so jetzt könnt ihr die Maske abnehmen und dann dürft ihr reingehen. Zum Bier holen, dann immer wieder Maske auf, aber so da drin sind die Leute ohne Maske rumgelaufen. Ja. Wie kriegt man denn so eine Veranstaltung abgespeckt? Das frage ich mich nämlich immer noch. Dann einfach so zufallsmäßig 20% Schade? Kann ich dir nicht genau sagen. Also ich glaube, die Halle, ich war da vorher noch nie. Ich war noch nie drin in der Halle. Aber ich habe Bilder gesehen, die ist relativ groß. Vielleicht haben sie das auf 2 Tage gestreckt und dann das Publikum, ich kann es dir nicht genau sagen. Aber so würde ich mir das vorstellen können, dass sie das dann... Nur jede zweite. Locations und ja, die zweite, da findet einfach nichts statt. Die Band spielt nur jede zweite Note. Ja, da war ich am Freitag, wo nichts stattgefunden hat. Ja, oder die haben den Türsteher vom Berghain da irgendwie an die Tür... Du kommst hier heute nicht rein. Ja, genau. Komm, geh weiter. Du bleibst mal draußen hier. Und geht's warum? Mal raus. Schuhe. Deine Schuhe, Alter. Eine abgespeckte Veranstaltung. Ja, nee, aber also Heavy-Metal-Sucht ist geil. Sag mal, was sagst du dazu? Wir haben dich so ein bisschen jetzt totgequatscht. Das muss man ernst nehmen. Das ist ganz, ganz schwerwiegend. Ja. Und ja, schlimme Sache. Cool. Ich kann auch eine Geschichte, die passt ein bisschen dazu. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ich sag's trotzdem mal. Es geht wieder um unseren heißgeliebten Donald Trump. Der hat sich während seiner Präsidentschaft, seiner 4-jährigen, hat er sich tatsächlich auch mal Ratschläge zu Nordkorea geholt. Und jetzt wäre meine Frage, von wem? Ratschläge von zu Nordkorea, zu Nordkorea. Also zu dem Verhalten der USA gegenüber Nordkorea. Von Chuck Norris. Ja, also vielleicht von den Filmmachern. Ist Schauspieler. Es ist ein Schauspieler, das wissen wir wohl. Also Schauspieler finde ich jetzt ein bisschen hochgegriffen, auch im Verhältnis zu allen anderen. Also er steht halt vor der Kamera, sagen wir es mal so. Chuck Norris als Schauspieler finde ich schon viel. So ein aber Moderator. Nee, es ist kein Schauspieler, es ist ein Musiker in dem Fall. Deswegen Ted Nugent. Ja, der war sehr geilerweise auch dabei. Das ist ja irgendwie auch so ein Redneck-Typ ist da irgendwie. Den hattest du ja, glaube ich, auch zitiert, letztes Mal. Der da auch bei, das ist auch so ein Trump-Fan, das ist auch ein Hardrock-Gitarrist, der aber, ja, auch so, also wirklich so amerikanischer Redneck in allen negativen Varianten, wie man sich so vorstellt, von Waffenlobbyist bis sonst wohin und eben auch Trump-Fan ist. Noch irgendeine Idee? Kid Rock. Jawohl, getroffen. Also, der wurde doch auch zuletzt als Zweiter genannt. Genau. Genau, der ist tatsächlich, also Kid Rock ist auch... den kann ich ab, ey. Auch so ein Schädel. Ist ein Hardrocker letzten Endes auch irgendwie und ist jetzt auch nicht unbedingt... subtil, sagen wir mal vorsichtig. Und der war mal unter anderem auch mit Ted Nugent bei einem Donald-Trump-Termin oder bei Donald Trump zu einem Termin. Und da hat dann der ihn auch ernsthaft gegenüber dem, also wie Sie denn denken würden, wie man sich auch in Nordkorea gegenüber verhalten sollte, dann auch in kurze gefragt. Frage, was prädestiniert diese beiden Herren denn zu Nordkorea? Gar nichts. Also gut, genauso wie ich Donald Trump. Also ich glaube, der Witz ist einfach, dass das war, glaube ich, doch einfach Thema und Donald Trump ist ja, glaube ich, dann geht ja bei sowas unbedarft. Für alles sind offen. Halt, die sind halt beide Trump-Fans, also sind da halt so wirklich diese Kante der Waffenunterstützer und eben dieser Hardcore-Republikaner und sonst irgendwas. Und die waren halt ins Weiße Haus geladen und da zu dem Thema, da war auch Sarah Palin dabei, also da, die ist ja auch, sagen wir es mal, schwierig. Und manche würden sagen durch. Das gut, auch sehr schön. Genau, und da hat er sie tatsächlich auch zu brisanten Themen, eben zu einem Thema Nordkorea dann auch befragt und auch bei der Formulierung über einen Tweet über US-Angriffsschläge gegen Islamisten im Nahost habe er um Unterstützung gebeten. Also auch gefragt, wie er so einen Tweet formulieren soll. Das ist da irgendwie, das finde ich erschütternd. Also das sind wirklich, also wirklich bitter, dass man sich da solche Vögel holt. Wie gesagt, das sind Musiker, ob die jetzt gute Musik oder schlechte Musik machen, sei jetzt mal dahingestellt, das kann man gut finden, kann man schlecht finden, das ist jetzt erstmal egal. Es sind halt Musiker und es sind weder Politiker noch Außenpolitiker noch sonst irgendwas. Und das finde ich schon, finde ich ein bisschen bitter. Das wundert mich bei Donald Trump nicht, der ist... ziemlich hohl. Wenn er schon sagt, sein Onkel war ein fantastischer Wissenschaftler, das reicht für ihn schon
sich selber auch als fantastischen Wissenschaftler zu bezeichnen, so ungefähr. Mhm. Vielleicht war der Onkel auch der Vater. Ja, wahrscheinlich sind die Eltern Geschwister. Genau. Der Stammbaum, Stammbaum ist ein Kreis. Ja, ja. Aber genau. Blutgruppe I. Ja. Hatte der nicht Vorfahren im Saarland? Jetzt wird's aber böse. Naja, nee, so, das wollte ich nur sagen. Also das fand ich jetzt irgendwie ganz bitter. Dann haben sie sich auch noch gemeinsam über Anthony Fauci ausgelassen und haben den irgendwie auch nochmal niedergemacht und so weiter und so fort. Aber ganz grässlich. So, ich wollte jetzt hier mal etwas einführen. Und es ist eine Dose. Das ist auch Sommer, zu groß zum Einführen. Aber, ach du wegen Scheiße. Des Besuchs von Herrn Kein Friseur. Ist es eine Faxedose im besonderen Wikinger-Look und da ist auf der Rückseite ist ein Bild von Kein Friseur, wie er gerade ein Bier trinkt, drauf. Also das so trinkt er eigentlich immer, das ist gar nicht irgendwie anders als sonst. Also so kennt man ihn, so liebt man ihn. Oh, ja, so ein Wikinger, der sich so einen riesigen, übergroßen, so ein großes Horn voller Met in den Rachen schüttet und das ist jetzt hier die kleine handliche Einliter-Dose. Ich hatte in der Druckerei, in der ich die Lehre gemacht habe, einen Arbeitskollegen, einen Drucker, der hatte irgendwas mit den Nieren. Und er hat sich immer vor der Arbeit eine große Dose Faxe auf die Maschine gestellt, damit das warm wird. Und hat das dann gegen Mitte der Schicht getrunken. Das warme Faxe-Bier. Also das ist jetzt kalt und ich kann dir sagen, so schmeckt es auch besser. Und was war jetzt mit den Nieren? Dafür brauchte der Bier oder warmes Bier? Warmes Bier. Der meinte, dass das täte ihm gut und oder war das eher so ein bisschen, war das nicht die Formulierung seines Arztes? Oder hat der Arzt gesagt, trinken Sie warme Flüssigkeit, tendenziell Wasser? Keine Ahnung, was. Deswegen, also hier medizinisches Gras rauchen, früher hat da auch ein warmes Bier gereicht. Also bei Fieber soll warmes Bier tatsächlich helfen. Das schmeckt total eklig, aber das habe ich auch schon mal gemacht. Und das knallt erstmal gut und das Fieber, vielleicht vergisst man auch einfach das Fieber dann, wenn man warmes Bier trinkt. Das kann sein. Ich habe das im Internet auch mal gelesen mit dem warmen Bier irgendwie. Ja, ja, gegen Fieber. So. Genau, hilft. Oder auch nicht. Wir werden das Bild mit der Dose vor allem, also Faxe kennt ja jeder, aber dieses Bild von Kein Friseur im Trinkvorgang werden wir fotografieren und in die Shownotes stellen. Und damit der Sommer mir jetzt nicht aufs Dach steigt, muss ich ganz kurz noch einen Artikel vorlesen, weshalb ich hier die alten Dosen bemühe, ja, lieber Sammer. Denn Biertrinker in Deutschland, aufgepasst, Flaschenproduktion. Putins Krieg wird zum Problem für Deutschlands Biertrinker. Weil wegen der Mollis. Nein, ja, vielleicht hat das auch eine Nebenbegründung, aber nein, 20% der deutschen Bierflaschen werden tatsächlich in der Ukraine hergestellt. Also was es nicht alles gibt. Sachen. Von einer Schweizer Firma, die eben weltweit, Vetropack heißen die, um sie ein bisschen hier zu, vielleicht zu Retweets unseres Twitter-Beitrags zu animieren. Die produzieren da und die sind natürlich jetzt zerbombt. Das ganze Ding ist am Arsch, da die Fabrik. Und in Deutschland gibt es fortan 20% weniger Bierflaschen. Und das sind insgesamt 800 Millionen Flaschen. Also 4 Milliarden Mehrwegflaschen im Jahr, schätze ich mal. Das steht hier gar nicht. Beziehungsweise Mehrweg wahrscheinlich so im Durchlauf, die hier so in Deutschland über die Tische gehen. Und davon sind 20% 800 Millionen, die jetzt fehlen oder zumindest nicht nachgeliefert werden. Und nochmal zum Verstehen, also die leeren Flaschen, also nur die Flasche selbst wird in der Ukraine hergestellt? Genau, also die Original sind wie gesagt Mehrwegflaschen, also jetzt müssen erstmal 800 Millionen Flaschen kaputt gehen, bevor es ernsthaft ein Problem wird. Deswegen sagt die Bierbranche auch, ja, das ist alles Quatsch hier, ne? Der deutsche Brauerbund sagt, diese Zahlen können wir nicht bestätigen. Also das hat natürlich jetzt T-Online hier extrem übertrieben. Aber ich finde es immer geil, wenn irgendwo Bier draufsteht, dann grab ich den Artikel sofort und denke an den Podcast. Ja, und guckst aber irgendwie Elefanten drin vorkommen. Aber im schlimmsten Fall müssten eben Mineralwasserflaschen herangezogen werden. Das wird dann rationalisiert. Ich trinke nicht Flaschen. Oder du kannst mehr Fassbier verkaufen. Aber darf ich mal was sagen? Das ist doch völlig krank. Also, dass leere Flaschen in der Ukraine hergestellt werden,
und die dann einmal 2.000 oder 3.000 Kilometer auf die Reise geschickt werden, um sie hier zu befüllen. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, ich kaufe mir irgendwie ein regionales Bier, ist das völlig für den Arsch, weil die Flasche schon 3.000 Kilometer in den Beinen hat. Korrekt. Wie bekloppt ist das denn? Das ist doch völlig krank. Krankes da System. Du kannst natürlich auch eine mundgeblasene regionale Flasche aus Ende nicht dir besorgen, aber dann ist ja, das wahrscheinlich ein Cent teurer dann halt, genau. Ne, die Flasche herzustellen. Ich glaube, wir kriegen die Flaschen jetzt in Zukunft aus Katar. Ja, aber ganz ehrlich, also da krieg ich direkt wieder Puls. Also das ist doch völlig bekloppt. Ja, aber da kommt man doch gar nicht drauf, nee, wenn nicht ausgerechnet in der Ukraine ein Krieg ausbricht, dass unsere Bierflaschen vielleicht in der Ukraine hergestellt wurden. Gott, ja, pass auf, Beef, noch was, wo du Puls kriegen kannst, habe ich heute auch gelesen. Passt jetzt irgendwie, weil es auch um Lebensmittel geht, ähnlich wichtig wie Bier für uns auch. Erste Gastronomen in Deutschland auch, da wurden auch das Gaffel in Köln am Dom zum Beispiel auch zitiert, haben schon angekündigt, dass demnächst Pommes frites von der Speisekarte genommen werden. Warum? Weil die nicht mehr genug Speiseöl haben. Du musst Fritten überraschungsfrei frittieren, da brauchst du viel Öl für. Und weil die, das ist unverhältnismäßig viel der Verbrauch oder unverhältnismäßig hoch. Das heißt, um ihr ein ganzes anderes Essen noch machen zu können, werden demnächst Pommes von der Karte gestrichen und es gibt dann stattdessen Bratkartoffeln, die weniger Fett brauchen, also weniger Öl. Auch eine Folge des Ukraine-Kriegs. Ich werde demnächst Free Ukraine Heißluftfritteusen hier feilbieten. Backofen. Ja, aber ist doch verrückt, oder? Ja. Ja, das mit dem Öl ist auch nochmal eine andere Geschichte, ne? Aber also ganz ehrlich, bei so einem tatsächlich, ich will nicht sagen minderwertigen, aber niedrigwertigen Produkt wie einer Glasflasche, die wirklich überall hergestellt werden kann. Da finde ich es wirklich krank, dass das sich dann auch noch rechnet. Also die Firmen machen das ja nicht, weil es dann irgendwie kompliziert wird. Das heißt, der Transport ist so unfassbar billig, dass es sich dann rechnet, das in der Ukraine herzustellen. Und das macht mich irgendwie, das ist bekloppt. Und ja. Das ist eher das Problem. Und weißt du, was die Lösung dazu wäre? Und das ist hier das wahre Fassbier. Problem. Fassbier natürlich zum einen. Und Alkohol hilft ja auch für so dunkle Stunden sowieso. Aber was wir hier vor uns haben, du hast das ja hier mitgebracht mit dem Viervogelpilz, das sind sogenannte Universalgebinde. Das habe ich mir gerade durchgelesen. Allerdings so eine Brauerei wie Heineken oder andere, die haben natürlich hier immer noch ihren eigenen Scheiß in dem Glas drin, ne? Was ich persönlich sehr schön und ansehnlich finde. Und die haben natürlich eher ein Problem. Das ist nicht nur diese Schweizer Firma, die da produziert. Auch deutsche Glashersteller haben ihre Werke in der Ukraine, in Russland. Da ist schon mal beiden Schicht im Schacht. Und auch in Chisinau zum Beispiel, in Moldawien. Auch da werden sie demnächst vielleicht zumachen müssen. Und da haben natürlich dann solche Brauereien einen Vorteil, die einfach diese 0815 Bierflaschen benutzen. Ja, vielleicht wird das dann vereinheitlicht irgendwann und alles. Also es gibt für alles eine Lösung. Ansonsten die von Prollo schon zitierte Mineralwasserflasche, kann man auch Bier reinmachen. Im Notfall. Ja, aber ich meine, ernsthaft, also auch wenn die Mineralwasserflasche, wenn die dann in der Ukraine produziert wurde, also mich stört halt, dass das hat ein relativ hohes Eigengewicht und muss mit einer gewissen Vorsicht transportiert werden und das wird halt einfach ein paar tausend Kilometer durch die Gegend gekarrt. Ja, aber das ist doch mit den Schweinen genauso. Das Schweine, ärgert mich auch da. Irgendwo in Dänemark werden die gezüchtet, dann werden die nach Polen gefahren, da werden die dann gekeult und dann fahren sie die wieder zurück, was weiß ich, nach Kiel, um da eine Wurst draus zu machen. Ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, das sind Dinge, das ist nicht gesund. Also vielleicht ist das auch nochmal ein guter Anlass, um solche Ketten zu überdenken. Ja, ja. Und dann ist ja, wie gesagt, also, weißt du, dann überlegst du dir hier aus ökologischen und sonstigen Gründen, kaufst du ein regionales Bier. Gut, das ist jetzt aus Dresden, das ist jetzt auch nur von Australien gesehen regionales Bier, aber aber wenn du jetzt dann, ja, das ist ja völlig für die Füße, ob du das hier kaufst oder nicht. Das ist völlig krank. Ja, weil die Flasche war schon in der Ukraine. Die Flasche war schon in der Ukraine, genau. Und da will ich noch gar nicht fragen, wo das Etikett gedruckt wurde. Das war wahrscheinlich in China gedruckt. Ja. Irre. Ja, aber das haben wir doch schon gesehen, als da irgendwo in irgendeinem Kanal so ein Tanker quer saß. Ja, dann. Was da alles nicht kam, ne? Ja, was alles nicht kam. Mhm. Ja. Und so, was aber immer kommt an der Stelle, ist natürlich das hier, wenn es denn kommt.
Nur damit der Sammer so ein bisschen jetzt hier, der kriegt jetzt so ein glänzendes Auge. Das andere ist ja aus Glas. Und das glänzt immer. Das andere ist am Fuß. Ja, Fuß. Ja, ich wollte euch nur mal darauf aufmerksam machen, die Zeit ist schon wieder gekommen, dass wir hier so in die letzten 2-3 Stunden eingrooven sollten. Wer möchte denn, bevor der Sommer vielleicht ein Quickie, ich weiß nicht, ob wir das mit den Tonproblemen hier heute, so das rauscht und scheppert da bei dir. Dabei sitzt ja eigentlich, wenn man es den Hörern mal erklären sollte, nur die Straße hier 50 Meter runter. Aber sei es drum. Also wenn man das Fenster aufmachen, kann er rüberbrüllen. Der kann auch den Quickie heute mal durchs Fenster brüllen. Ja. Mit seiner Erkältung geht das doch bestimmt. Muss doch gehen, genau. Ja. Sag mal, wie sieht's aus? Ich habe jetzt ein bisschen ungewöhnlichen Quickie. Er ist, ist tatsächlich sehr, sehr quick, sehr kurz. Aber es geht mir um eure Meinung. Also da steht jetzt diesmal kein Gag im Vordergrund. Ich weiß nicht, wer sich für Fußball interessiert, der kennt vielleicht, wenn du zumindest noch, Marc Overmars. Ja. Und der war bis vor kurzem, genau genommen bis vor etwa 6 Wochen, Sportdirektor bei Ajax Amsterdam. So, warum ist er da nicht mehr Sportdirektor? Das hat einen Grund, den wir hier schon mal zweimal sogar schon diskutiert hatten. Der Beef hat es auch einmal eingebracht und mir geht es gar nicht jetzt darum, um diesen Schwachsinn nochmal zu diskutieren, sondern um etwas anderes. Aber ich gebe euch mal den Grund, weshalb er nicht mehr Sportdirektor ist. Er hat Mitarbeiterinnen belästigt bei Ajax Amsterdam mit sogenannten Dickpics. So, das Thema hatten wir schon. Dickpics, das haben wir schon alle 27 Mal gesagt, dass wir das natürlich ekelhaft finden und dass das irgendwie eine total schräge Geschichte ist und wir auch nicht verstehen, wieso die Leute das machen. Der Ben kommt dann immer mit seiner Angelrouten-Theorie. Ich komme dann immer damit, dass ich sage, ich glaube, es hat eher andere Gründe. Mein Punkt ist jetzt ein ganz anderer. Marc Overmars fängt jetzt nach 6 Wochen schon wieder bei einem neuen großen Club, nämlich in Antwerpen in Belgien an. Die sind da Dritter in der ersten Liga und er wird da jetzt Sportdirektor. Und ich wollte euch mal fragen, das ist ja schon eine Nummer, ja, wenn du in so einem großen Club wie Ajax Amsterdam mit so einer Geschichte auffällst und jetzt ist er beim nächsten großen Club, auch wenn es nur ein belgischer ist, es ist trotzdem ein großer Club, Royal Antwerpen. Da fängst du dann jetzt als Manager an. Ja, der hatte halt sehr überzeugende Bewerbungsfotos. Der Software-Manager von, was weiß ich, SAP, der sich sowas leisten würde, der würde nicht bei, keine Ahnung, irgendeinem großen amerikanischen Softwarekonzern dann 6 Wochen später einen Job kriegen. Was sagt ihr dazu, dass der, dass das dem, im Fußball ist das offensichtlich egal, also zumindest in Belgien. Wie findet ihr das? Ja, die haben wahrscheinlich ein Schnäppchen da gemacht, ne? Der ist vermutlich fachlich top, gehe ich mal von aus, ja, auch ein erfahrener Fußballer gewesen und da haben die sich gedacht, so günstig kriegen wir den fotografieren kann er. Genau. Ja, macht's Marketing jetzt. Also, aber ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Das ist eigentlich unverständlich. Richtig, dass so ein Typ Belgien da, das, ja, oder gerade, ne, man kennt sie ja doch. Also, nein, aber also ich sag mal, ich fürchte, ich fand Marc Overmars immer recht cool und ich habe die Geschichte mit den Dickpics da nicht gehört und offensichtlich scheint ja zumindest was dran zu sein. Also er hat selber irgendwie das wohl eingeräumt. Also jedenfalls sagt er im Moment, muss man hier gucken. Er lässt sich zitieren mit den Worten, vor allem für jemanden in meiner Position ist dieses Verhalten inakzeptabel. Also vor allem für jemanden in meiner Position, das finde ich schon mal auch irgendwie eine seltsame Aussage, das ist in jedem Fall inakzeptabel, so ein Verhalten. Und ich wundere mich halt schon, ja, dass ein Verein, also jetzt mal ehrlich, Ben, wir sind beide große FC-Fans, wenn jetzt so ein Typ
bei uns hier Sportdirektor würde, der Frauen mit Dickpics belästigt hat. Jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube, da würden einige auf die Barrikaden gehen. Also ich finde es ehrlich gesagt sehr fragwürdig, so ein Vorgehen. Nicht, dass der Typ ein Berufsverbot kriegen sollte, ja, aber das Ganze ist gerade mal 6 Wochen her. Also ich finde es strange. Mhm. Ja, das würde ich unterstreichen. Also ich finde halt eben, dann müsste man dann eher gucken, ob er dann, ich weiß nicht, ob es auch eine Therapie oder was auch immer gibt, Gesprächsrunden, also einfach um ihm eine Zeit zu geben, dass er da wieder davon wegkommt, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und, ja, Dickpics Anonymous oder was? Wo die da im Keller sitzen. Naja, vielleicht auch durch eine Therapie oder durch was auch immer zu erkennen, dass das vielleicht wirklich scheiße war. Und um es einfach zu verhindern in Zukunft. Ne? Man muss dem jetzt, glaube ich, kein lebenslanges Berufsverbot aussprechen in dem Sinne, aber er kann ja auch Dickpics als Privatmensch verschicken, ist ja genauso scheiße. Also, das ist ja für die Leute auch unangenehm, die da für ihn arbeiten müssen. Ja, du sitzt da jeden Tag vorm Handy und gleich kommt er. Ja. Auf was für ein Film muss man kommen? So, ja, wir haben das ja bisher meistens so in dem privaten Kontext besprochen, dass irgendwelche Typen Frauen sowas schicken, unaufgefordert, und dann glauben, dass sie dafür Beifall kriegen oder was auch immer. Aber dass du dann auch noch im beruflichen Kontext, wo du wahrscheinlich so ein Verhalten ja eher verbergen würdest. Also wenn du es machst, würdest du ja wahrscheinlich nicht auf der Arbeit so, oh, gestern wieder so 5 Eulen geilen Dickpick geschickt. Dann würdest du ja nicht machen, dass du das dann dort auch noch verteilst. Mhm. Also das kann ja nur bedeuten, dass das wahrscheinlich noch viel mehr gemacht hat und dann eben auch selbst im Beruf es nicht sozusagen den Dick nicht im Griff hatte oder das Pick. Oder ja, dass da irgendwie was von der kompletten Wahrnehmung verloren gegangen ist. Also das würde mir als Antwerpen mal auch zu denken geben. Jetzt ungeachtet von der Frage, ob es moralisch okay ist, so einem nach 6 Wochen schon so einen Freibrief zu geben. Was bedeutet das dann für meine Geschäftsstelle, wenn der jetzt hier wird? Ja, gibt es jetzt demnächst schöne Bilder? Für meine Regeln ist das normal. Für meine Mitarbeiterin. Hier, oder was? Gibt es denn da auch eine Stellungnahme von Royal Antwerpen zu? Ja, da gibt es auch eine kurze Stellungnahme. Die sagen, sie haben keine Bedenken, es sei wichtig, den Menschen neue Möglichkeiten zu geben und die Seite umzublättern. Das ist das Statement. Ja, einmal runterscrollen, zack, weg. Einmal swipe. Ja, ich finde es ein bisschen schwach. Ja, definitiv. Also ich finde es halt schon erstaunlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, sowas ist vor allem im Fußball möglich. Aber ich glaube nicht, dass es hier bei uns möglich wäre. Ich habe es ja gerade angesprochen, beim FC kann ich es mir auf keinen Fall vorstellen. Im Fußball ist doch, ich bin ja kein Fußball-Fan, aber im Fußball scheint mir so einiges möglich. Ja, zum Beispiel, das fängt schon damit an, dass es bis vor kurzem quasi eigentlich keine schwulen Fußballer gab. Ja, also irgendwelche Verhältnisse scheinen da anders zu laufen. Ja, und da muss man nicht sich von Gazprom sponsern lassen, um da sonderbare Dinge. Ja, also ich würde jetzt auch mal sagen, ich würde jetzt auch nicht hier einen Freibrief für lokale oder regionale oder sonst irgendwie Clubs irgendwie. Also ich glaube, Fehlverhalten geht immer von Einzelnen aus und ja, das weiß ich nicht. Also ist schon schwierig. Aber es klingt irgendwie nach einer komischen Geschichte. Ja, das ist es. Ein völlig ungewöhnlicher Quickie hier für das Ende. Vielleicht, bevor wir komplett zum Ende kommen, mal die Frage an kein Friseur. Ja. Wie war es für dich, hier deine großen Idole live im Studio mitzubekommen? Ich ejakuliere. Ja. Unangenehm. Unangenehm. Du brauchst keine Fotos schicken. Nein, es war sehr schön. Es hat mir Spaß gemacht. Und ja, du hast ja dich ja sogar nochmal eingeladen. Ja, nee, vielleicht könnte mir auch mal, also wenn es dann nochmal, dieses kleine Gerät hat ja 6 Kanäle und wenn es dann nochmal zu der großen Grillfolge am Lagerfeuer vom Hank Frank Schrader kommt, für die Hörerinnen und Hörer, das ist der 4., der damit aufs Rammstein-Konzert fährt. Schöne Grüße. Vielleicht könnte man dann tatsächlich euch beide da mit ans Lagerfeuer. Da machen wir 6 Idioten mit Kopfhörern um Lagerfeuer. Müssen wir gucken, dass die Kabel nicht so in der Mitte irgendwie durchgehen. Sonst ist das ein kurzes Vergnügen. Und dann wird das sicherlich ganz lustig. Ja, da bin ich gerne dabei. Also den Sommer muss das mal klappen. Ja. Müssen wir dann so einen 6-Vögel-Pilz kaufen irgendwie. Mal sehen. Ja. Okay. Herrlich. Schön.
Sag mal, gute Besserung erstmal für dich und danke, danke. Allen anderen viel Spaß mit dieser Folge. Es war mir ein Vergnügen, dass du da warst. Mir vielen auch. Dank. Dankeschön. Und ich habe zu danken. Bis bald in alter Frische. Juhu. Tschüss. Ciao.